Peace by Peace mit Silke Liniewski. Peace by Peace, herzlich willkommen. Wir sind heute gemeinsam hier mit Lorena Markgraf. Lorena, du warst unterwegs und du hast ein Projekt ins Leben gerufen. Erzähl mal, was ist passiert? Also ich habe ein Sozialpraktikum in Nepal gemacht im Januar für 4 Wochen. Und ich habe die Chance von meiner Lehrerin bekommen. Also die hat mir so ein Anschreiben gereicht. Und ja, so hat sich die Idee dann entwickelt. Ich fahre gerne ins Ausland und ich wollte das irgendwie kombinieren. Halt ein Sozialpraktikum zu machen und dann auf eine aufregende Art und Weise das mit einer Reise verbinden und dann gleich noch in einem Land irgendwie was Unterstützendes machen. Und dann, ja, ging es so Schritt für Schritt weiter. Eine Zeit lang habe ich auch dran gezweifelt, ob das das Richtige für so ein Sozialpraktikum ist, weil das nicht ganz ohne ist. Also Nepal liegt zwischen Indien und China, ist weit weg von zu Hause und ist dann auch, ja, wo man sehr viel selbstständig sein muss. Ich brauchte Geld, um dahin zu kommen, habe das dann durch meine Eltern und mich selbst finanzieren können, habe angefangen zu arbeiten und das so alles Schritt für Schritt aufzubauen und halt mir diese... Und du hast richtig geackert dafür, ne, muss man sagen. Ich habe echt mehrmals die Woche in einem Café gearbeitet. Wirklich, manchmal konnte ich auch nicht mehr, weil es echt anstrengend war. Aber wenn man halt so ein Ziel im Auge hat, ging das ganz gut. Genau. Und dann warst du in Nepal und hast da gearbeitet. Genau, also ich habe dort in einem Freiwilligenprojekt gearbeitet und mit der Organisation Volunteer for Change. Die haben mehrere Projekte, für die sich einsetzen. Das eine ist ein Projekt, das heißt Nagamitra. Das heißt übersetzt Freunde der Stadt. Das ist für die Müllarbeiter der Stadt, da in Nepal ein ganz anderes Müllsystem herrscht als hier in Deutschland. Da gibt es keine Aha, die den Müll macht, sondern das wird alles per Hand gemacht und von Frauen und die einfach da wirklich unter schwersten Bedingungen diesen Müll machen müssen. Und das andere ist ein Projekt, das ist eine Waisenschule für 20 Kinder, die dort leben und alle ihre Eltern verloren haben, weil die alle erkrankt sind unter HIV und AIDS. Und die werden dann von den Freiwilligen unterrichtet und, sag ich mal, geschult. Und da wird einfach die Chance gegeben, so eine kleine Familie oder so ein Familiengefühl wieder aufzubauen. Und du hast das Ganze mit organisiert oder hast du mit denen zusammengearbeitet? Also das wurde von denen organisiert für mich, aber die Reise habe ich so relativ selbst organisiert. Also dahin, wo schlafe ich, mit deren Hilfe habe ich das dann zusammen regeln können. Und vor Ort habe ich dann mit den Freiwilligen zusammengearbeitet und bin da halt immer von denen hingebracht worden. Ja, und ja, wurde auch immer unterstützt von denen. Also ich musste jetzt nichts ganz alleine machen. Okay, aber im Grunde hast du die ja auch ganz viel unterstützt. Wie ist das so? Also ist ja eine komplett neue, andere Welt da, ne? Ja, also erstmal die Kultur, was ganz anderes. Also farbenfroh, die Menschen sind viel offener. Die sind sehr religiös, haben diesen Hinduismus und Buddhismus. Und das ist... ja, was ganz neu, also entdecken, also man kann viel entdecken und es ist sehr aufregend, sowas ja zu erleben. Und im Gegensatz zu Deutschland ist es ja ein großer Gegensatz. Und ja, es ist schön, erstmal die Kultur zu erleben. Wie leben die Menschen, was für Regeln haben die, wie verhält man sich gegenüber? Die haben sehr großes Bewusstsein gegenüber den Älteren, also die schätzen die Älteren sehr. Ich habe mit einem drüber geredet und zum Beispiel, die kennen keine Altenheime, also es ist ein ganz großes Familiengefühl da. Und ich wurde auch auf der Straße eingeladen zum Tee trinken und die sind sehr offen. Also das war so eine große Bandbreite, die ich da erlebt habe, was sehr aufregend war. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt und du hast jetzt ein Projekt ins Leben gerufen. Genau, also eigentlich sollte ich da 4 Wochen in diesem Waisenhaus arbeiten, hat sich aufgrund verschiedener Festlichkeiten und Streiks nicht ergeben. Und dann habe ich schnell gemerkt, was mein Ziel ist, also dass ich nicht nur eine kurzfristige Hilfe vor Ort machen möchte, sondern irgendwie gerne was Langfristigeres, also irgendwie was länger andauert, was ich zu Hause noch weiterführen kann. Dann habe ich mit meinem Gastvater darüber geredet. Da sind wir schnell uns irgendwie einig geworden, dass ich daran interessiert bin, ein eigenes Projekt ins Leben zu rufen. Ich auch mir überlegt habe, das auch länger zu machen. Also ich, ja, in meiner Freizeit ein bisschen dazu zu investieren und das einfach zu Hause weiterzuführen. Und so ist das Projekt dann entstanden. Und was machst du jetzt? Du bist auch nicht mehr alleine. Erzähl mal, was ist das für ein Projekt? Ja, also meine Freundin ist dazugekommen. Wir sind schon zu zweit. Und momentan verbreite ich das Projekt an Schulen. Ich erzähle von meiner Sozialpraktikumserfahrung. Ich verbreite das Projekt. Was ist die Grundidee? Wie soll das aufgebaut werden? Wie kann man das unterstützen?
als Freiwilliger oder als Mitarbeiter oder als Supporter. Ja, deswegen, da habe ich jetzt auch eine Woche für Zeit bekommen, bin von Schule zu Schule gereist und habe das Projekt verbreitet. Okay, dann musst du uns das jetzt auch vorstellen. Also das Projekt heißt We Lead Change, ja, und macht was? Also der Name kommt daher, dass kein Freiwilliger alleine was verändern kann. Also wir bringen Veränderung, ist halt quasi ein extra ausgewählter Name dafür, dass man als Gruppe was verändern kann, dass man sagt, wir sind alle daran interessiert, etwas zu verändern und auch nicht für einen kurzen Zeitraum, sondern für eine längere Zeit. Und das soll ein Austauschprojekt werden und ist dabei zu entstehen. Und Nepalis aus Nepal sollen hierher kommen und in Familien wohnen und gleichzeitig Leute aus Deutschland dahin. Also so ein Austausch soll stattfinden, kulturell, religiös, wie leben die Menschen dort. Also es ist ja was ganz Neues für ganz viele in Deutschland. Und dass da einfach so ein Austausch entstehen kann, dass die Menschen lernen, hier in Deutschland mit der Armut dort umzugehen, wie kann ich die Menschen unterstützen, wie kann ich meine Fähigkeiten dort unterbringen. Manche Menschen sind gut im Unterrichten, wie kann ich das dort, meine eigenen Fähigkeiten dort irgendwie zum Vorschein bringen und dort sinnvoll einsetzen. Hast du eine Vorstellung davon, wann es tatsächlich losgehen kann mit so einem Austausch? Also ich habe gerade heute noch eine Nachfrage bekommen und da war ein Mädchen, die das gerne nächstes Jahr machen würde. Ob das dann funktioniert, weiß ich nicht, aber das ist einfach sehr schön, dass die Interesse da ist und dass wir einfach alles dafür setzen, dass es einfach funktioniert und vielleicht nächstes Jahr der erste Austausch dann stattfinden kann unter dem Projektname Really Change. Und dahinter steht auch noch, dass du sagst, wir Jugendlichen müssen nach vorne gehen und die Welt irgendwie verändern, ne? Ja, genau. Also ich selbst bin irgendwie sehr daran interessiert, was zu verändern. Wenn man sich die Welt so anschaut, ist das nicht so gerade motivierend für die Zukunft. Und wenn man sich einfach mit den anderen verbindet und sich Jugendliche sucht, die genauso motiviert sind und einfach sagen, wenn wir was zusammen machen, können wir was Größeres bewirken als jeder alleine. Und so ist halt die Idee, dass man das als Gruppe macht. Und hat wirklich irgendwie versucht, was zu verändern. Jetzt hast du schon losgelegt mit deiner Freundin zusammen und direkt für die Erdbebenopfer gesammelt. Und damit hast du gerade schon erzählt, bist du auch auf Tour und gehst durch die Schulen und machst dafür Werbung. Wie hast du das plötzlich so auf die Beine gestellt? Ja, also nachdem ich von dem Erdbeben gehört habe, was mich auch wirklich sehr erschüttert hat, weil ich einfach so einfach am Nachmittag habe ich das in den Medien gesehen und war natürlich erstmal sehr besorgt, wie geht es meinen Freunden und war auch sehr traurig und ich dann gemerkt habe, dass ich jetzt auf jeden Fall was machen muss, ich jetzt mich hinsetzen muss und anfangen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür und ich dann überlegt habe, wie können wir das machen, wie können wir die unterstützen und ich dann einfach kurzfristig überlegt habe, wenn ich Zeit hätte, durch Deutschland zu reisen und das zu verbreiten, wäre es einfach die beste Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Und dann habe ich einfach überlegt, wie kann man das umsetzen, wie sollte man das gut präsentieren, dass es für die Schüler interessant ist, dass es die, sag ich mal, eine Stunde lang interessiert zuhören. Und dann habe ich mit Bildern, mit kurzen Textinformationen gearbeitet und eine PowerPoint-Präsentation zusammen mit Leonie erstellt und ja, so dann einfach das vorbereitet, dass man da an Schulen was gut vorstellen kann. Und ihr habt auch schon ein bisschen was zusammengekriegt. Ja, also was mich echt überrascht hat, dass sehr viel positive Rückmeldungen dafür das Projekt kam und auch ganz viele Klassen sehr engagiert mich unterstützt haben, auch mit großen Beiträgen. Eine Klasse hat extra einen Waffelverkauf organisiert und Spenden für Nepal zu sammeln und da ist echt was zusammengekommen. Ich bin echt sehr dankbar dafür, dass es jetzt schon so gut vorwärts geht. Und dafür hast du dich zusammengetan mit Kira Kay von Hands with Hands. Was machen die? Das ist auch ein Hilfsprojekt in Nepal, was aber schon sehr lange dort arbeitet und was auch ein Freiwilligenprojekt ist, aber das in einer größeren Bandbreite einfach arbeitet. Und die haben einfach auch das Gute, dass die ein deutsches Spendenkonto haben, was für Deutschland einfach eine größere Möglichkeit ist, größere Spendenbeiträge zu spenden als ein nepalesisches Spendenkonto. Genau, und dadurch, dass du dir persönlich kennst, hast du da wahrscheinlich auch Vertrauen und weißt genau, das kommt in die richtigen Hände, ne? Genau, das ist einfach, dass man die Sicherheit hat, weil es sehr viele Organisationen gibt und jeden natürlich irgendwie Hilfe anwendet, aber das ganz oft ist, dass die großen Organisationen in den großen Städten
ihre Präsenz zeigen und dort manchmal auch eine Art Wettkampf mit anderen Organisationen starten und zeigen, wer die größere Organisation ist, wer bringt was Größeres und ganz oft die ganzen kleinen Dörfer im hinteren Nepal vergessen werden und darum kümmert sich auch Hands with Hands. Jetzt hast du schon in ganz kurzer Zeit ganz viel Unterstützung gesammelt. Wie kann man euch denn unterstützen? Also einmal, wenn man das Projekt spendenmäßig unterstützen möchte, also die Menschen in Nepal, gibt es das Spendenkonto von Hands with Hands, wo man halt aus Deutschland aus unterstützen kann und darauf spenden kann. Und wenn man unser Projekt von Leonie und mir, Willy Change, unterstützen möchte, gibt es eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Da beantworten wir Fragen, wie man uns spendenmäßig unterstützen kann, aber auch wie Gastfamilie werden möchte oder anderweitig. Okay. Und ihr sucht Menschen in ganz Deutschland, die vielleicht auch eigene Ideen haben, wie sie sich da einbringen können? Genau. Also da sind wir auch ganz offen. Das ist einfach, es gibt so viele Arten, wie man das unterstützen kann. Und da sind wir auch, sag ich mal, offen auf irgendwelche Ideen und Anregungen. Ja, und hoffen auf eine deutschlandweite Unterstützung. Okay, genau. Wenn Ihnen das gerade zu schnell ging mit der E-Mail, die wir eingeblendet haben auf unserer Website, ist sie auch auf jeden Fall die ganze Zeit zu finden. Lorena Margraf mit We Lead Change. Und wir hören gleich noch den persönlichen Teil von Lorena im zweiten Teil von Piece by Piece.